Mandarin Oriental New York. Hier beginnt das überhaupt erst und dann geht's mit einem weiteren Aufzug, Sonderschlüssel, bis rund zum 60. Stockwerk. Aber hier wunderbare Bar mit tollem Blick. Und hier kommen wir jetzt am Restaurant Asiat an. Hier gibt es Frühstück, auch Lunch und dann Abendessen. Ja, das ist fantastisch. Location, Ambiente, Atmosphäre. Ja, das Essen, was am Teller kommt, gigantisch, nicht ganz billig. Der Service herzlich, nett. Aber wir gehen einfach mal ran. Nun fällt uns erstmal hier direkt der Weinkeller. 35. Stock an der Wand, ist alles drin. Bezahlbar, und das müsste jetzt nicht immer her. Der Petrona, der kostet ja ein paar Mark mehr. Aber wir gucken mal hier, die Aussicht ist wirklich auch ganz interessant. Hier unten, Columbus Circle, links direkt, der Central Park. Hier rechts hinten kommen wir dann direkt zu Madison Park Avenue Hotel Plaza, Kevin allein in New York und so weiter und so fort. Ja, und hier geht's nach Manhattan bis runter nach Downtown zum Grand Zero. Ja, das ist schon eine Aussicht. Ob morgens, mittags oder abends im Dunkeln, ist unschlagbar. Das Hotel sowieso. Imagine there's no heaven. Wir sind jetzt hier am Central Park West, in der 72. Straße. Hier das vorne in Dakota. Ja, hier gibt es die Bäume Namen. Hier hat John Lennon gewohnt. Hier ist er leider Gottes ermordet worden, damals das Attentat. Und John Lennon ist ein großer Musiker. Jetzt sind wir mitten in Harlem, 125. Straße, hinten dieses große, traditionelle Apollo-Theater. Fast eigentlich nur 1000 Menschen, aber es war natürlich die Geburtsstätte von vielen, vielen großen Musikern. Das ist auch cool geworden in Harlem. Vor 20 Jahren konnte ich nicht einfach so ausstehen, hier noch einen Kommentar zu sprechen. This is Franco. Check it out, check it out. Go, check it out. Er macht hier die schönsten Bilder. Er macht nur alle Rouletten. Vor den Geschäften werden von ihm fantastisch bemalt. Er macht auch hier tolle Bilder direkt gegen Willkommen in Harlem, Franco. Franco de Grosso. Ja, ihr seht jetzt hier, wird auch schön die Rolle von den Geschäften bemalt. Das ist einer der besten und bekanntesten Künstler in Harlem. Das ist immer auf der Straße anzutreffen. Jetzt sind wir dann halt gerade hier. Ja, das ist das Metropolitan Museum von New York, also das absolut größte Museum, größer wie Guggenheim. Größer so ja wie dieses sehr bekannte MoMA, wo wir heute Abend noch hingehen. Wir sind jetzt hier auf der Westseite des Central Parks und drüben die beiden Türme. Rechts ist es Mandarin Oriental, beginnt aber links erst im 35. Stock. Wunderbare Aussicht, tolles Hotel, fantastisches Essen, Service. Mann, alles vom Feinsten. So, hier sehen wir jetzt das Plaza Hotel. Ja, auch oft in Filmen zu sehen, zum Beispiel Kevin allein in New York oder Frühstück bei Tiffany, große Klassiker. Ja, jetzt sind wir hier am Rockefeller Center. Früher haben wir in Deutschland immer gesagt, wenn einer viel Geld hatte, der ist wie Rockefeller, der stand für Reichtum. Thank you.
Ja, das ist so Ostern. Schöner Osterhase. Den hat dies balanciert sein großes Ei auf der Nase. Da direkt zum Eingang Rockefeller Center. Ja, in New York ist ein Drittel der Menschen christlich, katholisch, und das ist die St. Patrick-Kathedrale, die bekannteste, große Hochzeit, große Beerdigungen und vielen Prominenten. Hier findet eigentlich alles direkt in der Nähe und Rockefeller Center statt. Hier werden natürlich auch die Feuerwehrleute richtig geehrt. Die haben Unmenschliches geleistet mit viel Herz. Viele haben ihr Leben eingesetzt, um die Menschen zu retten. Und wahrscheinlich Katastrophe hier in etwa im Rahmen zu halten. Das ist auch so eine kleine Ehre für die Feuerwehr, dass wir hier immer mehr anzeichnen. Und hier auch wieder 11. September, 343 Feuerwehrleute sind hier ums Leben gekommen, die anderen Menschen helfen wollen. Wir haben hier die Freiheitsstatue von New York, auch eines der vielen Wahrzeichen. Hier geht es eigentlich los, wenn man um Wasserweg hier einläuft. Ja, das ist jetzt Empire State Building, Anfang der 30er Jahre fertiggestellt, jahrzehntelang mit über 380 Meter, das größte Gebäude der Welt. Später vom World Trade Center haben wir ja eben geguckt, bevor die Katastrophe damit über 400 Meter getoppt. Und heute gibt es natürlich auch in Asien, in Dubai, noch das ein oder andere Gebäude, was noch größer ist. Hier gegenüber ein altes, traditionelles Bauhaus, Macy's, das größte Bauhaus in der Welt. Ja, und hier verputze ich jetzt schon mal den ersten leckeren Pizza. Sehr aufs Vorspeisen. Und zwar Yellowtail mit Jalapenos und Speck. Das war ich absolut. Oma, los mit Kraftwerk. Jetzt geht's hier rein. Times Square, hier geht natürlich nicht nur da in der Nacht den Boss ab. Die meisten kennen wir nur von Silvester, die etwa 6 Stunden später die. Ja, da waren wir auch drin. Agnes Wilson Theater, George Box. Und da haben wir mit meinem super Hit Rack Doll, als ich noch ein kleiner Kerl war. Aber war einfach fantastisch. Die Leute haben getobt. Schweineteuer. Aber jeder Platz besetzt.